ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Süchen, wir spielen heute eine Deathrun Map der Sommeredition, und zwar World of Deathrun Summer Edition. Das Bild alleine sagt schon viel aus, dass es wohl mehrere Etappen gibt in der Welt, und da lassen wir uns überraschen. Es soll wieder gratis XP geben für die Map und den Season Pass. Wir werden uns anschauen, wie viele XP das sind, wie hoch die Bonus-XP sind, wenn es welche gibt, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Wie schwer die Map ist, werden wir uns anschauen, ob mittel, einfach oder hart. Wie abwechslungsreich die Map ist und... Ja, Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, sonst, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen könnte jetzt zu der Map. Ich habe die Map tatsächlich noch nicht einmal gespielt. Wir lassen uns definitiv überraschen, was uns hier erwartet. Okay, Get the Return Button. Lonely Llamas Desert. Okay, das ist die Lobby und die sieht sehr interessant aus. Forest of Brickshine. Okay, hallo. Overgrown Stone, Stones, hallo. Mushroom Valley. Sprinten kann man, sehr schön. Kingdom of Pearls. Check your stats. Okay, was haben wir denn hier? Finde drei Llamas, finde the Fox, dance near a big fire. Complete, destroy the green flower, jump 10 times on the crash pad, complete all death runs. Okay, ich würde sagen, wir gehen als erstes ins Desert Biome. Hallo? Achso, Moment mal. Haha, ohne lang zu schnacken, Spiel starten, würde ich sagen. Süßen Version 3 dieser Map ist das, also wurde sie schon mindestens zweimal überarbeitet. Auf diese Version zum Beispiel trinke ich einen Schluck Kaffee. Jeden, den das stört, dass ich Kaffee trinke während der Aufnahme, Tschüssikowski. Ja, dürft mir nicht verbieten zu trinken, ich bin alt genug. Und wenn ich will, dann mache ich das. So, Checkpoint 1. Keine XP. Oh, das ist ja... Das ist cool. Oh, cool. Guck mal her. Ich will das Ding da haben. Jetzt. Guck mal her. Hallo. Hallo. Jetzt. So. So. Secret scheint es keine zu geben. Und ja, wir lassen uns mal überraschen jetzt. Okay, ich dachte, man bounce bei denen. Aber nein, ist nicht so. Aber bei denen bounce. Mann. Oha, Papa hat's geschafft. Da hat er's nicht geschafft. Hä? Die haben ja übelst wenig Schwung drauf. Ah, wir haben es geschafft. So, irgendwo soll ein Lama sein. Okay, das muss man mir vorher sagen. Ich dachte, das wäre ein ganz... Oh nein! Gab es da keinen Checkpoint?
Hier gibt es keinen Checkpoint. Und hier rüber? Nein. Der nächste Checkpoint. Wo ist der nächste Checkpoint? Oh, Schwein gehabt. Hörst du? Ey, das ist unfair. Das ist fies. Das ist gemein. Das ist geil. Das hier ist scheiße, dass ich das jetzt wieder machen muss. Die haben nicht genügend Schwung drauf. Das ist scheiße. Zu viel Schwung. Alles klar. Oh, zu wenig Schwung. Okay. Keine Ahnung, was sich der Map-Entwickler mit diesem Kackschirm hier einfallen lassen hat. Aber die ist einfach nur scheiße. Und hier wäre ein Checkpoint definitiv schön gewesen, ne? Na. Nein. Hab ich jetzt nicht gemacht, oder? So, ein Checkpoint hier wäre auf jeden Fall schön gewesen, ne? Denn, ja, was soll ich sagen? Oder zumindest hier, weil das hier ist einfach nur Kacke. Aber wir haben es geschafft. Find the right way. Willst du mich verarschen? Gibt's hier einen Checkpoint? Okay, also Checkpoint-technisch ist nicht wirklich gut. Aber wir haben hier was gefunden. Einschalten. Okay. Das ist das Ziel. Also wir scheinen den richtigen Weg gefunden zu haben. Finish. Lonely Llama Desert findet 3 Lamas. Okay, wir haben einen Checkpoint abgeschlossen und haben 6000 EP erhalten. Das ist sehr chillig. Wir gehen jetzt in das Forest Biom. Lass uns hier auch einmal überraschen. Hoffe, hier gibt es mehr Checkpoints. Ne, bis jetzt war nur einer da. Das ist halt, ja, für eine Jump'n'Run-Map scheiße. Muss ich halt ehrlich sein, weil wir müssen jetzt wieder von vorne anfangen. Ich hätte mich hier definitiv über mehr Checkpoints gefreut. Ich denke mal, so viel Zeit hat man als Map-Entwickler, um die Map einmal selber zu spielen mit allen möglichen Fails, um zu sagen, ja, okay, wir bauen mal hier einen Checkpoint ein, da einen Checkpoint. So, hier ist nämlich kein einziger Checkpoint. Und wieder von vorne. Das ist das Einzige, was mich an dieser Map gerade richtig hart ankotzt. Ein einziger Checkpoint. Einer! Für eine Jump'n'Run-Map! Warum macht man sowas? Nein! Und wieder! Ey, das ist gerade richtig. Sorry für die Aussage, das ist Abfuck hier. Dass man jedes Mal von vorne anfangen muss. Auch wenn die nicht groß sind, die Maps. Aber es nervt irgendwann auf Dauer. Hier, okay, verstehe ich, wenn da kein Checkpoint ist. Hier hätte er zum Beispiel ihn einführen können. Wäre nicht das Problem gewesen. Oder zumindest hier hätte man einen setzen können. Aber hier ist ja rein gar nichts.
So, hier hätte man zum Beispiel auch einsetzen können. Aber nein. Warum? Ich bin ein Map-Creator. Ich hasse Fortnite-Spieler. Let's Dance? Okay. Nee, aber warum habe ich jetzt hier... Hallo? Warum habe ich jetzt Slideschuhe? Nee, warum? Ah, und jetzt noch Eisschuhe? Ernsthaft? Okay, aber hier kann man ein bisschen und so... Was ist das? Push the button, ne? Nein! Okay, hier ein Checkpoint wäre jetzt tatsächlich geil gewesen. Aber wir haben hier drüben einen. Also die Checkpoint-Verteilung ist ein bisschen scheiße hier. Sorry für die Aussage, aber es ist leider so. So, was angeln war? Ein Fisch. Noch ein Fisch. Noch ein Fisch. Noch ein Fisch. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay, das hier ist wiederum geil. Okay, solange keine Deckenfallen kommen, ist hier alles chillig. Wie schnell! Oha! Huhu. Okay, hier hätte jetzt ein Checkpoint sein müssen. Also mindestens einer hätte jetzt hier definitiv sein sollen. Aber wir sind durch. Moment. Ich habe die Fische vergessen mitzunehmen. Das muss man mir doch sagen. Wir gehen noch mal ganz kurz zurück. Der arme Kerl. Der verhungert uns sonst. Aber Rückzugs ist die Map hier tatsächlich total easy. Wenn man so zurückrennt. Das ist voll chillig jetzt, wenn man es eh mal raus hat. Trotzdem, die Checkpoint-Verteilung muss ich immer noch sagen. Die ist nicht gut. Die ist einfach gar nicht gut. Oha, 12.000 EP! Oha, nochmal 12.000! Ich nehme das mit den Checkpoints zurück. Ey, 24.000 EP gerade bekommen? Holy! Also die Map lohnt sich mehrfach zu spielen tatsächlich bis jetzt. So, wir gehen zu Overgrown Stone. Und da noch ein Schluck KW. So. Wen stört, kann abschalten. Wen es nicht stört, darf gerne dabei bleiben. Denn auch wenn ich mich hier gerade über die Checkpoints auslasse, aber die XP-Verteilung, die ist ja mal babamäßig. Und was muss ich... Hallo? Ernsthaft? Ah, okay. Nein. Oh, geschafft. Na, hä? Hä? Was muss ich denn da machen? Muss ich dort drauf?
Oh nein, ich ahne Schreckliches. Hä? Warte mal. Let's Dance. Mach ich. Oha, der allererste Checkpoint in dieser Welt. Hä? Man muss da hoch. Hab's geschafft. Wow. Aber wie das? Okay. Okay, das ist noch einfach. Ja, auf dem Zaun. Okay, die werden nicht lange bleiben. Oh, mal wieder ein Checkpoint und ich muss das hier mal umlegen. Ne? Komm. So. Oh nein. Oh nein, wenn du hier nicht aufpasst, dann erstens das und zweitens, du stößt dir den Kopf. Aber schön, dass es hier davor einen Checkpoint gab. Okay, das geht auch noch. So, hier wäre jetzt ein Checkpoint. Ja, gut gewesen, aber nicht zwingend notwendig, ganz ehrlich zu sein. Okay. Kriegt das hin, ohne runterzurutschen. Vertraut mir. Ich spring von Blatt zu Blatt und bin drüber. Was ist denn das? Eine Blume. Okay, hier wäre jetzt ein Checkpoint geil gewesen, tatsächlich. Aber wir sind durch. Oder? Yo. Wieder 13.000 EP. Wie viel gab es denn beim Desert Level? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Haben wir schon? Okay, jetzt ist Mushroom Valley dran. Hier ist ein großes Lagerfeuer. Tanzen haben. Wieder 13.000. Oha! Cool. Level up. Okay. Wir haben gerade tatsächlich über 80.000 Level gefarmt. Ich bin hier auf die Map und brauchte noch 79.000 paar zerquetschte für ein Level up. Und ich habe jetzt das Level up. Wir haben hier gerade tatsächlich über 79.000 EP gefarmt. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Oh Gott, ich muss hier lang. Okay, außenrum darf man nicht. Das ist schade. Wie soll man das hier machen? Na, so nicht. Okay, dass hier wieder kein Checkpoint ist, ist ein bisschen scheiße. Nein! Die Frösche nerven tatsächlich auch ein bisschen. Geschafft! Uha! Papa ist der Beste. Hier geht's nicht. Da geht's nicht weiter. Muss ich ernsthaft hier lang? Ich muss hier lang. Wo muss ich jetzt hin?
Darüber muss ich. Dann gehen wir doch darüber. So, hier ein Checkpoint wäre von Vorteil gewesen. Um ehrlich zu sein. Aber wir sind am Ziel. Hä? Wie schnell ging das denn jetzt? Ja, gönnen wir uns mal die XP. 10.000 wieder, chillig. Tanzen. Was haben wir jetzt noch? Kingdom of Pearl. Was? Okay. Okay, Checkpoint. Oh, hier war ein Checkpoint. Hallo? Hallo, Eivor? Okay, das ist geil mit den Ringen, aber was ist das hier? Nein! Nein, nicht schon wieder von vorne! Nein! Nein! Wo ist hier verdammt nochmal der nächste Checkpoint? Alter, willst du mich verarschen? Okay. Map Creator Laime, bau hier mehr Checkpoints ein. Alter, das ist schon die dritte Version. Du musst doch Haufen Meldungen darüber bekommen haben. Wo ist hier der Checkpoint? Mann, ich will den ganzen Rotz nicht nochmal von vorne machen. Hier gibt's einen Checkpoint. Alter, was? Oho. Hier wäre jetzt ein Checkpoint auch wieder schön gewesen. Okay, ich kann die Map zwar nur empfehlen, aber nur für Leute, die es mögen, wenn keine Checkpoints vorhanden sind. Aber an sich ist das mit den Checkpoints hier echt, vor allem hier bei dem Ding hier. Ist das richtig scheiße. Wir hatten ja schon nochmal, okay, hier jetzt ein Checkpoint, geil. Wir hatten ja schon mal so eine ähnliche Map, wo wir sowas gespielt haben. Und ich habe irgendwie kein großes Lama gefunden, aber egal. Und ja, da waren mehr Checkpoints als hier. Okay, wir haben keine drei Lamas gefunden. Destroy the green floor. A flower. Oh, egal. Wir haben hier tatsächlich 8 Punkte kassiert. Finish? Hä? Aber ich frag mich nach. Wir haben gut XP kassiert. Also ganz ehrlich, da kann man sich nicht beschweren. Checkpoint technisch könnte man besser machen. Mehr Checkpoints einbauen. Schwierigkeit ist einfach bis normal. XP-Verteilung ist super, mehr als erwartet. Und ich kann die Map nur weiterempfehlen. Tatsächlich, also Daumen nach oben von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Das zeigt mir, dass ihr mehr solche Videos sehen wollt.
wenn ihr Mapcodes habt, Jump'n'Run, Death Run, Maps, die ich mal spielen soll für euch, weil ihr euch das vielleicht noch nicht getraut oder so, schickt mir die Mapcodes per Videokommentar unter diesem Video. Ansonsten bleibt mir eigentlich tatsächlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass mir die Map Spaß gemacht hat und ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.